Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und jetzt gibt es meine Prognose zum 8. Bundesliga-Spieltag. Ja, die Länderspielpause ist vorbei. Jetzt startet der Ligabetrieb aber sofort auf Hochtouren. Denn bis zur WM wird es jetzt nur noch englische Wochen geben. Bedeutet Fußball jeden Tag, Freunde. Jeden Tag Fußball, jeden Tag Prognosevideos, jeden Tag Fußballvideos, jeden Tag Maverick TV. Der Oktober wird heiß. Ne? Wenn ich überlege, gegen wen der FC Barcelona im Oktober spielt, zweimal Inter Mailand, dazu kommt Real Madrid, dazu kommt der FC Bayern München und dazu kommt Villarreal. Also das ist ein Monat für sich. Ne? Und eine sehr, sehr wichtige Info, meine lieben Sportskameraden. Dafür wird die Kamera, ne, die einmal in 3 Jahren benutzt wird, schon geladen, Freunde. Ne? Es geht zum Vlog nachts. Ne? Der Onkel auf Reisen nach langer, langer Zeit. Ja, mega Videobudget, was dort rein investiert wurde. Und ich baller den ersten klassischen Stadion-Vlog auf Maverick TV, Freunde, am Sonntag. Ja? Deswegen bitte ich euch, das ist für mich ein sehr wichtiges Projekt. Ja? Und damit es mit diesen Stadion-Vlogs, mit dieser Art von sehr nicen Videos weitergeht, bitte ich euch nur um eins, supportet dieses Video so gut es geht. Ja? Daumen hoch, Kommentare. Teilt es auch in Gruppen, wo ihr das teilen könnt. Zeigt es Nachbarn, zeigt es allen, damit wir mit diesem Video schon mal so einen Grundstein legen können und sich dann Wege öffnen, diese Stadion-Vlog-Reihe mal im Ostblock richtig durchzustarten, Freunde. Ne? Deswegen Sonntag, ich versuche das so früh wie möglich nach dem Spiel fertig zu machen. Bedeutet, ich denke, nachts, Sonntagnacht kommt das Video, ja. Zwischen 2, 3, 4, 5, 6 Uhr morgens sollte das auf Maverick TV kommen. Und dann ist es wichtig, gönnt euch dieses Video. Da steckt viel Liebe, viel Geld und viel Fleiß, Blut, Schweiß und Tränen drin. Und supportet es so gut es geht. Dafür bin ich euch dann sehr, sehr dankbar, Freunde. Ja, und vielleicht kommt dann das, was ich mir vorstelle, ja, und ich starte dann in den nächsten Monaten Stadion Ostblock Videoserie aus den unfassbaren Ostblock Stadien Bukarest, Zagreb, Nazdrówko. Ja, vielleicht geht es auch irgendwann mal noch krasser. Ja? Deswegen sehr wichtig, dieses Video zu supporten, Freunde. Liegt mir am Herzen und ich bedanke mich bei jedem, der dieses Video krass supportet mit Daumen hoch, Kommentar und allem, was dazugehört. Ja, und es überall schickt und teilt. So, dann würde ich mal sagen, starten wir erstmal ein Schlückchen mit dem Getränk zum Video. Ja, das ist diesmal Osche Vitamin Water, Vitamine i Minerale. Ja, Freunde, bisschen vor der langen Reise und dem kraftauftreibenden Vlog. Am Samstag, also morgen, ab 17.30 Uhr geht es in Poznań los beim Spiel Lech Poznań gegen Legia Warszawa. Das Topspiel der Extraklasse in Polen. Gönnen wir uns erstmal ein bisschen Vitamine. Ja? Erstmal ein bisschen Vitaminchen, Schlückchen. Ah, schmeckt das gut. Jod, Zink, Vitamina B12. Ja, das ist aber nice, ne? Chcesz powiedzieć cześć wszystkim? Chodź. Albo nie, nie mów cześć. Mein Sohn will nicht den Maverick Army Member Hallo sagen. Der sitzt und chillt und guckt, wie Papa dreht, ne? So, Freunde. Freitag ist heute. Heute geht's mit der Begegnung los. Ja, mit einem durchschnittlichen Spiel in der Bundesliga. FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Kein Topspiel für mich. Das Topspiel kommt am Samstag. Ja, die Bayern, 3-3-1, 4 Spiele sieglos, 4 Spiele nicht gewonnen, dabei 3 Unentschieden und 1 Niederlage gegen Augsburg. Ne? Und Leverkusen wohl mit dem schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte mit 1-2-4. Ja?
Also aus 7 Spielen nur ein einziger Sieg. Und ich sage euch eins, Leverkusen hat eine super Offensive. Das stimmt halt vieles nicht. Aber wenn dieses Team mal an einen guten Tag erwischt, können die jeden wegfegen. Ja? Die Bayern sind anknackbar. Und meiner Meinung nach ist es das letzte Spiel für Nagelsmann. Mein Wunder, dass der überhaupt noch drin bleiben konnte. Ja? Wahrscheinlich haben sie ihm noch die Chance gegeben, jetzt hier die 10, 12 Tage durchzuarbeiten und dann sich nochmal zu beweisen. Aber jetzt sind sie knackbar. Jetzt sind sie angeschlagen und entweder überbrücken sie die Krise und kommen jetzt mit einem, so wie man sie kennt, mit einem übertriebenen Sieg gegen Leverkusen wieder und sagen, hey, wir sind der FC Bayern. Oder Leverkusen erwischt den besten Tag ihres Lebens, ja, und die haben dazu das Potenzial und die Mannschaft und werden da reinstechen in die Schwachpunkte, wo die Bayern jetzt angeschlagen sind und Nagelsmann Stuhl absägen. Ja? Und ich denke, das wird so lange 2-2 stehen und dann sagt sich Nagelsmann, mir hilft kein viertes Unentschieden bei einer Niederlage, ne, aus den letzten 5 Spielen, riskiert alles nach vorne und dann kommt dann die Leverkusener, die Bayern aus und gewinnen 4-2. Ich sage, FC Bayern München heute gegen Bayer Leverkusen wird ein unfassbares Spiel, 2-4 Auswärtssieg für Bayer Leverkusen. Treffen beide in zweiter Halbzeit, ja, mit einer 2,40er, 7er Quote auf Bayer Leverkusen. Und alle, die minimalistische Quoten lieben, nehmen das 0,3 Handicap 2, dass Leverkusen niemals mit 2 Toren Differenz und mit 3 Toren Differenz verliert in München, Witz, mit einer 1,37er. Beide treffen 1,45, ein Tor Leverkusen, 1,37er Quote. Ja? Samstagsbegegnung, Leipzig gegen Bochum. Ja, die Bochumer plänkeln darum mit einem Punkt aus 7 Spielen. Ne? Leipzig auch. So lala, das ist noch nicht die Saison, die sie sich vorstellen. Ne? Jetzt platzen sie mal aus allen Nähten nach der Pause hier und werden die Bochumer klar und deutlich zu Hause besiegen. Ne? Da ist ein zu großer Qualitätsunterschied. 4-0 Leipzig gegen Bochum. Man kann sich das Handicap hier aussuchen. 0-1 Handicap 1 ist eine 1,57er. 0-2 Handicap 1 ist eine 2,45er. 0-3 Handicap 1 ist eine 4,20er. Freiburg-Mainz, ja, die Freiburger in 3 Spielen die 0 gehalten. Ja? 0-0 gegen Gladbach, 0-0 in Hoffenheim in der Bundesliga und 3-0 Sieg bei Olympiakos in Griechenland, also dreimal die 0. Und ja, jetzt muss mal wieder ein Dreier her zu Hause, dem werden die Mainzer nicht gewachsen sein. Die kassieren zwar ein Tor, weil dafür ist Mainz gut, aber Freiburg gewinnt dieses Spiel klar und deutlich für mich mit einem 3-1. Ist eine Zweierquote auf Heimsieg Freiburg und eine Handicap-Quote auf Sieg Freiburg ist eine 3,60er. Dann sind wir bei Köln gegen Dortmund. Bei Dortmund, ja, der ein oder andere verletzt. Modest kommt nach Köln zurück. Das sorgt ja schon für Trubel. Ne? Und ja, die Kölner gegen Dortmund, die waren immer für den Sieg gut zu Hause. Oder zumindest haben sie den Dortmundern zu Hause immer das Leben in der Bundesliga in den letzten Jahren schwer gemacht. Ne? Und hier ist für mich Köln das Team, das Dortmund besiegen wird. Dortmund ist so ein Wackelkandidat. Das ist nicht ein Dortmund, das um Titel mitspielt. Das ist ein Dortmund, das stabil irgendwie Zweiter, Dritter wird und irgendwo mal im DFB-Pokal ankommt, aber das ist kein Dortmund für einen Titel, auch wenn die Bayern so schwächeln und auch wenn eigentlich das möglich wäre, sind die mit dieser Mannschaft nicht so gefestigt wie in den Jahren, wo sie mal Meister wurden. Da waren die Dortmunder Teams krass gefestigt und die haben Stärke präsentiert. Hier gibt es zu viele Schwächen und meiner Meinung nach wird Köln Dortmund mit 3-2 zu Hause besiegen. Für mich ist es ein klares 1x, dass Köln zu Hause nicht verlieren wird gegen Dortmund mit einer 1,80er. Beide treffen 1,57er und für Kölner Heimsieg ist eine 3,40er Quote. Aber Dortmund wird meiner Meinung nach niemals in Köln gewinnen. Frankfurt-Union. Union mauert unfassbar. 4 Gegentreffer nur. Frankfurt zu Hause, ja, muss man erstmal besiegen. Ja? Und ich denke, Union ist im Vorteil als Tabellenführer, aber da liegt auch ein Druck. Und die werden auch, die sind nicht imstande, die Tabelle jetzt über Wochen anzuführen. Ja? Und ich traue Frankfurt zwar in dieser Form jetzt auch keinen Sieg gegen den Tabellenführer zu, der so krass mauert, aber Union auch keinen Auswärtssieg in Frankfurt zu. Ja? So gesehen ist es für mich eine typische Punkteteilung. 1-1 x 3,40er. Wölfe gegen Stuttgart. Stuttgart in 7 Spielen noch kein Sieg. 5 Unentschieden, 2 Niederlagen. Und Wolfsburg 1 Sieg, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Niko Kovac tut sich da schwer. 5 Punkte haben beide Teams. Und
Ja, eigentlich ja, auch so ein Unentschieden. Stuttgart wird den Wolfsburg jetzt nicht gewinnen. Aber ich sage, die Wölfe werden ein Tor besser sein. 2-1 Sieg Wolfsburg. 1, 2-30er, beide treffen 1,65er. Bremen-Gladbach, ja, die Bremer, muss ich sagen, toller Start. Als Aufsteiger spielen sie eine ordentliche Saison bis jetzt in den ersten 7 Begegnungen. Gladbach aber auch defensiv stark, ne? 7 Spiele, 5 Gegentreffer nur. Und Qualität ist bei Gladbach besser. Und das werden sie diesmal, diesmal wird ein bisschen die Qualität überwiegen. Und der Heimvorteil Bremen, ja, dazu nutzen, dass sie vielleicht ein kämpferisch gutes Spiel machen, aber am Ende nichts Zählbares dabei rauskommt. Gladbach wird in Bremen gewinnen mit 2 zu 1. 2,50er Auswärtssiegquote auf Gladbach. Sonntagsspiele Hertha gegen Hoffenheim. Hertha 3 Spiele ohne Niederlage. Das ist ja schon mal ein unfassbarer Erfolg. Ha, ho, hey, Hertha BSC. Hoffenheim, ja, die spielen stabil, die sind da oben drin auf den Champions League Rängen. Und ja, für Hertha wird die Serie jetzt reißen, weil da kommt schon ein qualitativ viel besseres Team ins Olympiastadion. Und jetzt wird es mal wieder eine Heimniederlage geben, 1-3 gegen Hoffenheim. Und Hertha wird wieder dort zurückbefördert, wo sie eigentlich hingehören. Und zwar auf die letzten 3 Plätze. Das ist für mich eine 2,30er auf Auswärtssieg Hoffenheim. Beide treffen 1,45er. Und Schalke gegen Augsburg. Die Augsburger, die letzten Spiele in Bremen 1-0 gewonnen und gegen die Bayern 1-0 gewonnen. Also 6 Punkte bei 0 Gegentreffern gegen solche Gegner. Haben 3 Siege, 4 Niederlagen. Bei denen gibt es eigentlich also nur das oder das. Und die Schalke 1-3-3 haben den ersten Sieg nach über einem Jahr geholt. Für mich ist es ein 1x. Die Schalker werden die Augsburger jetzt minimalistisch besiegen und zwar auch mit einem 1-0. Sieg in Gelsenkirchen, dort wird es sehr schwer und unangenehm für Augsburg sein. 1-0 für die Schalker, 1,95 auf Sieg Schalke. Das ist für mich eine ganz klare unter 2,5 Partie mit einer 2,05er Quote und 1x ist eine 1,30er für alle, die kleine Quoten lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für jeden Daumen hoch, für jeden Kommentar. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bitte denkt dran, ja. Am Sonntag meinen ersten krassen Stadion-Vlog, so gut es geht, zu supporten. Nehmt euch Sonntag die Zeit und supportet das Video so gut es geht. Dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata, macht die Geldzielmaschine. Yeah!